Wir leben in Zeiten der Verwirrung, in Zeiten des Wandels, wie wir ihn seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden nicht erlebt haben. Die Wirkungen sind nicht nur an den Tankstellen zu sehen, sondern vor allen Dingen in den Menschen. Es geht dieser Prozess an keinem einfach so vorüber. Und jetzt hat eine Wesenheit, Pan, die sich selbst verantwortlich zeigt für die Natur auf dieser Erde, hat die Yvonne Neuntagel-Winkelhofer gebeten, mit mir Kontakt aufzunehmen, um euch eine Botschaft mitzuteilen, dass es hinter all dem, was wir jetzt erleben, einen göttlichen Plan für Mensch und die Erde gibt. Prüfet die Geister und behaltet das Beste, heißt es schon bei Paulus, glaube ich. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Yvonne, ich danke, dass du Kontakt aufgenommen hast. Und ich bin gespannt, was Gottes Plan ist für Mensch und Erde in diesen Zeiten, wo wir so auf 3D so rumgebeutelt, rumgeschleudert wie in einer Waschmaschine im Schleudergang. Und ich bin gespannt, was Pan dir diesbezüglich mitgeteilt hat. Herzlich willkommen, Yvonne Neuntagel-Winkelhofer aus Österreich. Also, ihr werdet das gleich hören an ihrem Dialekt. Ja. Nicht Dialekt, Mundart, wie auch immer. Ja, ja. Yvonne. Danke, Götz. Ich glaube, ich habe es gleichstimmig eingeleitet mit, ich habe letztens mal was geschrieben über Gottes Lachen und dass wir das Lachen nicht vergessen und nicht verlernen sollen. Ja. Ich werde mich bemühen, sehr deutlich zu sprechen, Hochdeutsch und langsam. Ja. Ja. Pan hat mich überrascht, um nicht zu sagen überrannt, mit so einem großen Titel, nicht? Gottes Plan für Mensch und Erde. Es ist wichtig, dass ich mein Gesicht wieder mal zeige in diesem Rahmen, weil viele Menschen hierher finden auf diesem Kanal. Und so mag ich zuallererst mal beginnen damit, mit meinem eigenen Kontakt mit Gott. Gott, der Schöpfer, Gott, die Quelle, wie immer. Ich nenne ihn gerne Gott, weil für mich gibt es nur einen Gott und Gott liebt alle Menschen, alle Wesen, alles, was ist. Ja. Und wenn man sich das mal versinnbildlicht, dann hat man eine Ahnung, wie achtsam man da sein darf, auch wenn man in seinem Namen spricht, was ich heute versuche zu tun. Ja. Meine Mutter hat mir gerne und oft erzählt, als ich als Kind, da war ich so 3-4 Jahre alt, mich oft vor meinen Vater gestellt habe, weil er war ein bisschen skeptisch, weil er halt auch gefangen war in dieser 3D-Illusion des Getrenntseins. Es gibt einen Gott. Und ich habe das in aller mir damals üblichen Stärke getan. Ja. Also, ich wusste es damals, ich weiß es heute. Das ist keine Sache des Glaubens, das ist für mich eine Sache des Wissens.
Und wenn man sich jetzt so umschaut in dieser Welt der Aufklärerszene, aber auch in der spirituellen Szene, ja, und ich sag mal, jeder tut halt sein Bestes. Ja, ich werde auch versuchen, heute möglichst wenig zu bewerten, weil Gott nicht wertet. Ja, ich als Mensch schaffe es halt nicht immer, am seltensten beim Autofahren, also, es ist halt, oder? Wieder mal einer von der Seite. Ja. Aber Humor, bringen wir immer wieder in Humor rein, weil er so wichtig ist in diesen Zeiten, oder? und so mag ich aber mit Gottes Worten beginnen, die er mir gestern eingeflüstert hat und die ich jetzt bitten würde, alle Menschen, die das anschauen und aus dem Herzen mitverfolgen, weil im Kopf wird man heute scheitern. Also die klicken wahrscheinlich gar nicht drauf. Kopf ist nur 3D, ist man auch gefangen in dieser luziferischen Matrix. Das ist die erste Grundillusion, getrennt sein von Multidimensionalität. Im Endeffekt getrennt sein von Gott selbst. Ja? Und er hat zu mir gestern gesagt, ich bin gesegnet von Gott, durch Gott, in Gott. Genau. Und das kann man mal so sickern lassen. Und das kann jeder Mensch sagen, zu jeder Zeit. Gott ist immer da. Man kann mit ihm ganz normal sprechen. Er wird auch antworten, wenn man seine Antworten schon versteht. Okay, jetzt schaltet sich Pan ein. Ich merke auch, ich bin schon ein bisschen gereifter seit unserem letzten Gespräch. Jetzt einfach direkt Eingaben, ne? War damals noch nicht möglich. Aber es ist, liebe Leute, es ist so, für alles, was Neues, braucht es immer Mut. Und für dieses heutige Gespräch habe ich all meinen Mut und all meine Demut zusammengenommen. Ich habe gesagt, gut, auf geht's, oder? Es ist und du hast gesagt, und ich werde immer so abschnittsweise darauf eingehen, auf das, was er heute mir gesagt hat, so mit Überschriften, Zuversicht. Dass es darum geht, und das ist ein Hauptanliegen dieses heutigen Gesprächs zwischen uns beiden, ich möchte den Menschen Zuversicht spenden. Zuversicht. Ich bitte darum. Und Trost. Ja. Ja. Und dann sage ich, lese ich einfach mal vor, was mir Pan über Zuversicht gesagt hat. Okay. Im Wort Zuversicht steckt schon der Begriff Sicht. Und ein Mensch kann die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten, je nachdem, ob ihm das schon möglich ist oder nicht. Wenn ein Mensch, um es in euren Worten zu sagen, zu sehr feststeckt in einer dreidimensionalen Sicht, also ohne bewusste Wahrnehmung der geistigen Welten und Realitäten ist, so kommt er sehr oft und immer schneller in diesen Zeiten an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Es gilt, seinen Horizont zu erweitern. Passenderweise wieder mal auf Neue Horizonte TV. Und seinen Horizont erweitert man, indem man ein altes Weltbild, was jeder Mensch mehr oder weniger in sich trägt, beiseite legt und ein neues Weltbild des Miteinanders zulässt. Denn der Mensch hat große Schöpferkräfte und der Mensch gestaltet diese Zeit des Übergangs mit. Der Mensch fühlt sich sehr oft als Opfer, obwohl er das im Grunde nicht ist. Er ist gemeint als Mitschöpferwesen und als solcher gestaltet er seine Umgebung und diesen Übergang mit. Da gibt es so eine Formulierungshilfe, um die Perspektive zu wechseln, nämlich wenn Leute erzählen, ich bin schon wieder übers Ohr gehauen worden, als Beispiel. Dass ich sage, okay, wenn du die Formulierung wählst, ich habe mich übers Ohr hauen lassen,
dann hast du die, ja, die Macht wieder zu dir genommen. Also dass die Autorenschaft sozusagen nicht da draußen ist, sondern innen drin. Dass ich es zugelassen habe oder erlaubt habe, dass das mit mir geschieht. Und ich kann jetzt die Entscheidung treffen, ab heute lasse ich das nicht mehr zu. Ja. Und ich meine, es ist ein Prozess. Man muss in diesem Prozess auch geduldig mit sich selber sein. Ich beobachte, ich meine, ich arbeite ja schon lange in diesem Leben mit Menschen. Habe es auch in vielen Leben davor gemacht. Also ich habe ein großes Repertoire an Erfahrungen. Menschen warten oft ein bisschen zu lange, bis sie sich irgendwo hin bewegen und sich Hilfe holen. Ne? Oh ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Und es gibt eine Angst, die ist, also die größte Angst von allen ist eigentlich die vor der eigenen Größe. Im Grunde nicht die von der eigenen Kleinheit, vom eigenen Versagen. Es ist die vor der eigenen Größe. Ich habe das als Nachwort in meinem Buch stehen, von Marianne Williamson. Ja, 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 da gibt es ein Zitat, gell? Ich habe es jetzt nicht am Schirm, aber genau das habe ich auch gerade geguckt. Ja. Ja. Da nehme ich mich nicht aus, nein. Ja. Mhm. Ich war da immer recht flott, weil ich habe ja meinen Weg, also diesen bewussten Weg, ne, wo ich dann gemerkt habe, so jetzt muss ich meinem Leben eine entscheidende Wende geben, da war ich 25. Weil ich, meine, aus heutiger Sicht weiß ich, warum ich früh begonnen habe, weil ich, wenn man so möchte, um zu einer Eiche zu werden, braucht es viele Jahre. Oh ja. Und ich habe mich halt 17 Jahre auf diese Zeit jetzt vorbereitet. 17 Jahre, in denen ich oft gehadert habe mit meinem Schicksal, mit meinem Leben, mit dem, dass ich sehr wenig Geld verdient habe, dass ich mein Terminkalender oft sehr leer war. Also aktuell ist es sehr interessanterweise, also die Woche vor Ostern und jetzt diese Woche war ungewohnt leer in meinem Kalender. Und da habe ich schon gewusst, hoppala, irgendwas kommt da wieder Neues, weil ich, wie gesagt, das jetzt nicht mehr kenne. Und ich tue auch mein Bestmögliches, um in diesem Gespräch schon sehr viele Fragen zu beantworten, weil ich kann nicht für jeden und alle, also es geht sich dann einfach zeitlich alles nicht aus. Ja. Und dann war ja deine nächste Frage, was kann der einzelne Mensch tun? Ne? Weil sich der einzelne Mensch ja immer wieder so sinnlos oder klein vorkommt oder ist so unwichtig und jetzt, keine Ahnung, nur Menschen wie du und ich können was dazu beitragen. Das ist ein Blödsinn. Also es sind Puzzleteile und dann gibt es halt größere Puzzlestücke und gibt es kleinere, aber wenn das kleine fehlt, ja. Also ich habe eine sehr interessante, nette, man muss wirklich sagen, nette Nachbarin, die hat, ich glaube, 40 Hühner, aktuell 15 kleine. Ja. Und wenn die nicht da ist und ihre Kinder diesen Grund betreuen, fehlt immer irgendwas. Obwohl sie natürlich völlig feststeckt in 3D und alles der Wahnsinn oder dauernd Nachrichten. Aber, und ich sage das immer, sage ich, wenn du nicht da bist, fehlt da drüben was. Die kleinen Dinge. Dieses Bild habe ich schon vor vielen, vielen Jahren auch im Arbeitsamt benutzt. Ja? Ein Foto von einem Puzzle, wo zwei Teile fehlen. Und dann habe ich die Menschen, die da so unterwegs waren, was spielt das für eine Rolle, dass ich da bin oder nicht? Das ist doch vollkommen Wumpe. Und dann habe ich sie gefragt, was fällt Ihnen an diesem Puzzle auf? Ja, da fehlen zwei. Okay. Dann, welches ist von den beiden wichtiger, habe ich gefragt. Es war so ein Naturfoto. Und wenn sie sich dann für eins entschieden haben, habe ich dann das zugehalten und gesagt, tun wir mal so, als wenn es jetzt da wäre. Was fällt Ihnen jetzt noch an dem Puzzle auf? Ja, da fehlt eins. Sehen Sie, egal, wo das Puzzleteil fehlt und egal, wie groß das Puzzleteil insgesamt ist, wenn ein Teil fehlt, ist das Ganze unvollständig.
Und sie sind dieses fehlende Teil. Ja. Ja, egal an welcher Stelle. Aber diesen Platz einzunehmen, darum geht's. Genau. Und dazu hat er mal was gesagt, wie das funktioniert. Ja, bitte. The audience is listening. Die einfachsten Fragen sind oft die komplexesten und schwierigsten. Es mag im Außen den Anschein haben, dass auf dieser Erde alles immer schlimmer anstatt besser wird. Doch hängt dies eben auch zum großen Teil davon ab, worauf jeder Einzelne seinen Fokus lenkt und wo er auch noch selber Resonanzpunkte hat. Sehr viele Menschen tragen innere Kriege mit sich herum. Dementsprechend erscheinen dann Kriege auf einer äußeren Bildfläche. Dinge, die sich über Tausende von Jahren aufgebaut und ja, man kann auch sagen, aufgestaut haben, denn der Mensch ist oftmals ein sehr altes Wesen im Sinne von, er hat viele Erfahrungen in unterschiedlichen Leben gesammelt, die sich in dieser Zeit nun eben auch ausdrücken möchten, um durch dieses ans Licht kommen, aufgelöst werden zu können. Der Mensch ist Teil der ewigen Natur Gottes und jeder einzelne Mensch ist wichtig für die Entwicklung hier auf Erden und im gesamten Universum. Der erste und daher oft auch wichtigste Schritt ist, dass er sich seiner eigenen Entwicklung stellt und sich dieser hingibt, dass jeder einzelne Mensch ganz wird im Sinne der Ganzheit. Doch der Mensch ist ein Gewohnheitstier geworden. Und oft hält er an Gewohnheiten fest, die ihm Schaden zufügen. Dies ist aufgrund des freien Willens möglich. Das Leben ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen und die gesamte Existenz auf Erden, die Natur, die Pflanzen, die Tiere und natürlich die Menschen sind davon betroffen. Nun liegt hier einiges im Argen, denn der Mensch hat als einziger die Wahlmöglichkeit, ob er seinem Seelenweg folgt oder eben nicht. Wenn ein Mensch nun von seinem Weg abkommt und in aller Regel spürt er das, da Krankheit und Unwohlsein, auf welcher Ebene auch immer, ein Anzeichen dafür sind, dann ist es eben an der Zeit, den eigenen Weg wieder zu finden. Ich schmunzel, du weißt, warum ich schmunzel, oder? Ja, wir dürfen die Zuschauer ruhig mit hineinnehmen. Ja, nehmen wir es. Ja, wir haben im Vorgespräch habe ich mich geoutet, dass es mir im Moment auch nicht so gut geht. Und dass ich gerade so einen Prozess offensichtlich durchmache, wieder auf meinen Weg zu kommen. Ja, deswegen dein Schmunzeln. Das wollte ich den Zuschauern jetzt gar nicht vorenthalten. Es ist, wie es ist. Ja, ja, man sieht es mir ja auch ein Stück an, dass da ein Prozess im Gange ist. Ja, also das ist eine ganz wichtige, nochmal eine ganz wichtige Sache, dass ja eigentlich alles, was ich mit Neue Horizonte bewegen will, ist eigentlich genau hier eben zusammengefasst worden durch Pan, dass wirklich jeder Einzelne in seinem So-Sein, und es geht nicht darum, es war einer der jüngsten Gespräche, hat dann eine Frau geschrieben, ja, ihr schreibt immer von Berufung, ne, und was ist mit den Bäckern, ne, und den Müllarbeitern oder sonst was, ist das nichts? Oh, nein. Ja. Wer sagt das? Ist wahrscheinlich Ihre Meinung. Ja, also so von wegen mal große Berufung und Influencer und hast du gesehen? Nein. So, weil die Influencer, und du spürst das ja selber, ja, die werden gerade auch gefordert, weil sie ja gerade da, also ich sage immer so, ein einzelner Mensch,
kann sich maximal um 50 bis 100 andere Menschen kümmern. Und da muss er schon gut drauf sein. Mhm. So, wenn jetzt da, ich verwende jetzt das Wort Shitstorm in Kommentaren und so weiter, ne, weil das macht ja alles was mit einem. Wenn man sagt, also energetisch, das sind ja da, also ich würde da, also wenn's, das, ja, das gebe ich, weil es ist mir eingegeben worden und deswegen möchte ich es sagen. Versucht bei diesem Video, also wenn es jemand überhaupt schafft, bis zu dem Punkt, weil es gibt ja Leute, die schreiben Kommentare nach der ersten Minute, da können sie das Gespräch noch nicht angeschaut haben. Ja. Sowohl Kommentare als auch, also mir zu schreiben, schlaf deine Nacht drüber. Lass das mal, mal sickern lassen, weißt du, es ist alles so schnell geworden, alles immer sofort reagieren, nein, im sofort reagieren ist, passiert oft ganz viel Blödsinn. Weil sofort reagieren kommt ganz oft aus der luziferischen Seite von Menschen, ne? Schnell mal puff und hinausgeschossen. Pan hat mir das ja am Vorabend gesagt und ich meine, es war Ostermontag, okay, da hätte ich dich jetzt schwer, da wollte ich dich auch nicht belästigen. Aber dann schlafe ich mal drüber. Hochdeutsch geworden, dann schlafe ich mal drüber und wenn es am nächsten Tag auch noch da ist, okay, dann trotzdem vorher in die Ruhe kommen, weil daraus erkennt man übrigens auch immer, ob man gerade irgendwie Gottes Werkzeug ist oder ob man einem anderen Geist, wenn man so will, aufsitzt. Ja? Ja, oder eben tatsächlich ne, diese Triggerworte. Ja. Die dann sozusagen uralte Programme aus der Kindheit hervorrufen und man wie ein Automat sozusagen da losschießt. Ja. Ja, genau. Also eben mal zu merken, okay, ich bin getriggert, die hat jetzt was gesagt oder irgendjemand hat jetzt was gesagt, was mich triggert. Einfach zu erkennen, ich bin getriggert und zu sagen, okay, ich nehme es mal an. Aber nicht gleich sagen, der ist blöd oder noch weitergehen. Es gibt ja da eine Tirade an Schimpfwörtern. Ist ja, glaube ich, auch in jeder Sprache das Erste, was man lernt. Ne? Also wie ich damals über mehrere Jahre in Italien verbracht, bin ich auch vom Temperament da unten übrigens nicht aufgefallen. Und die Schimpfwörter, das war das Erste. War es gleich gewusst. Und das ist halt so. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin diesen Weg gegangen, wie gesagt. Also ich kenne dieses Bewerten, Verurteilen. Im Endeffekt ist ja das meiste, was man so zwischenmenschlich so im Quasselbereich spricht, sage ich jetzt einmal, im Quasselbereich, oder ist Ego-Geplapper. Chatting. Schnattern. Ja. Aber manchmal ist es ein gut und wichtig und aber man muss halt immer wissen, aus welchem Teil von sich selbst spreche ich gerade. Bin da noch nicht raus. Ja? Aber ich weiß immer meistens sofort und dann sage ich, ah ui, ne? Ertappt. Sogar wenn ich mit mir selber spreche im Wald, kommt dann dieses ui, jetzt sind wir wieder gewohnt. Ne? Bisschen über das Ziel hinausgeschossen, gleich zurückgerüdert. Man kann es nicht oft genug sagen, wenn man gerade sich ertappt hat, bei einer Verurteilung oder Beurteilung eines Menschen, dass man einfach ein Komma setzt und sagt, so wie ich. Und dann fängt man schon an zu lachen. Ja, drum. Also Humor, darum ja. Haben wir es ja heute so begonnen und ja. Ich glaube, darum ist es auch immer wieder drin, weil das ist etwas, was mich ganz wesentlich ausmacht. Ja. Also ich lache gern und viel und wenn es ernst wird, lache ich noch mehr, weil es gibt so Punkte, da kannst du nur mehr über Lachen drüber hinwegkommen. Willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Plänen, genau. Aber du hast ja, wie gesagt, oder Pan hat diese Überschrift so vorgegeben,
Gottes Plan für Mensch und Erde. Ich würde vorher gern noch der eigene Weg, weil es direkt anknüpft und dann kommt Gottes Plan, ist dann gleich das nächste. Okay. Im Fokus auf den eigenen Weg, auf die eigene Bestimmung, liegt nun in dieser Zeit das Heil. Und dazu ist es die notwendend erforderlich, dass sich der Mensch seinem Ursprung in Gott, dem Schöpfer, bewusst wird. Jeder einzelne Mensch ist wichtig, jeder Weg ist bedeutsam, niemand wird vergessen. Jeder Mensch wird von Gott geliebt. Die entscheidende Frage ist nur und immer wieder für jeden einzelnen Menschen: Kann ich diese Liebe zulassen und ist sie mir bewusst? Denn so wie Wasser an dir vorbeifließt, wenn du es durch Mauern aus Beton oder Stahl ausschließt, kann auch die göttliche Liebe an dir vorbeifließen, wenn du dein Herz verschließt. Und dieses Verschlossenhalten ist etwas, das immer weniger funktioniert, da sich die Schwingungen auf Erden kontinuierlich erhöhen. Auf der weltlichen Ebene, der Alltagsebene, ist dies für viele jedoch nicht wahrnehmbar, weil dies erst möglich ist, wenn die Mauern um das Herz gefallen sind, man sich dadurch innerlich auf eine höhere Ebene begibt und sich der ewigen und immerwährenden Präsenz und Anwesenheit Gottes bewusst wird. Ja. Das ist, Yvonne, meine Erfahrung über Jahrzehnte, dass Menschen in der Regel durch Traumata in der Kindheit zu der Auffassung gekommen sind, unbewusst, sie sind der Liebe nicht wert, weil sie irgendeiner Sache sich schuldig fühlen. Alles unbewusst. Ja, und das Leben kann dann Geschenke bringen durch den Postboten und dann machst du den Postboten auf und sagst, nee, das kann nicht für mich, das ist wahrscheinlich für den Nachbarn. Ja. Das kann nicht für mich sein oder so. Also dieses, was Pan sagt mit den Mauern aus Beton oder wie auch immer, die bestehen aus diesen völligen Irrtümern über uns selbst, die wir gebraucht haben, um Lieblosigkeit zu überleben. Ja, immer wieder. Ja, die verschiedensten Formen der Lieblosigkeit oder des Getrenntseins von der Mutter zum Beispiel oder so, kann zu dieser unbewussten Mauerbildung führen. Ich bin nicht liebenswert. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, wie oft wir das bei Hypnosen hier erleben. Ja, wenn wir vorher fragen, kann ich sagen, dass du ein liebenswerter Mensch bist, du ein liebender, liebenswerter Mensch. Ich habe schon viel an mir gearbeitet und interessiert. Und kaum, dass wir sie in diesem anderen Bewusstseinszustand haben, also Täter, sag ich mal, im Täterzustand, und ihnen die gleiche Frage stellen, kommt häufig ein klares Nein. Also es geht hier um unbewusste Mauern, die wir gebaut haben. Es können ja auch Mauern aus Glas sein. Die sieht man nicht. Nee. Sie sind im Prinzip ja genau so. Ja, sie sind unsichtbar, weil sie nicht bewusst sind. Ja. Ja. Deswegen wird jetzt in dieser Zeit alles bewusst gemacht. Genau. Denn es verabschiedet sich sagen wir es so, weil es so einer kommt, es verabschiedet sich die 3D-Matrix, was nichts anderes bedeutet wie der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Mhm. Und dann muss es natürlich ein bisschen offensichtlicher werden für, also es wird auch welche geben, die wollen es halt, aber es ist auch egal. Es ist ihnen einer freien Willen. Man soll jeden einfach dort lassen, wo er sein möchte.
kann nur durch eigenes Beispiel, durch eigene Liebe vorwärts gehen. Und wir gehen in die, also die Erde geht definitiv in die fünfte Dimension, vielleicht sogar höher. Und das ist der Baum des Lebens. Das ewige Leben. Da kann man sich dann aussuchen, wie alt man wird, zum Beispiel. Ab wann einem halt dieser Körper nicht mehr gefällt, wo man halt sagt, so, nein, also ich bin jetzt, keine Ahnung, so alt wie eine gute alte deutsche Eiche, 1000 Jahre. Jetzt möchte ich einen anderen Körper haben und irgendwie auch mal was anderes erleben und erfahren. Und das sind alles Realitäten. Nur weil wir Dinge nie, weil viele Menschen gewisse Dinge nicht wahrnehmen, aber beginnen wir vielleicht einfach mal bei ganz was Einfachem. Ich würde jetzt mal unterstellen, jeden einzelnen von den Menschen, die sich dieses Video anschauen, werden fühlen, ob in einem Raum, wo Menschen sind, dicke Luft herrscht. Das ist auch etwas Energetisches, das ist nichts. Das ist kein Kasten oder nichts, was das Auge sieht. Das ist etwas, was man fühlt. Oder auch Liebe. Nehmen wir jetzt einfach mal die partnerschaftliche Liebe her zwischen Mann und Frau. Da ist ja auch ganz oft so, das ist so ein Band. Das ist so stark. Ne? Das überlebt oft selbst diese ganzen Ego-Streitigkeiten, weil eben wirklich diese Liebe, ja, diese, und wir gehen auch in Richtung bedingungslose Liebe. Das soll der Mensch auch gerade lernen. Und ich meine, mir fällt das auch schwer. Ich kann auch nicht jeden schon bedingungslos lieben. Nein, ich gebe das zu. aber ich weiß dann, oh Yvonne, da hast du noch viel zu lernen, nicht? Da hast du noch viel zu lernen. Aber in dem Moment, wo man es erkennt, das ist immer der erste Schritt. Das ist immer der erste Schritt. Ja? Und auch nicht so festhängen in diesem, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Weil wir wollen ja immer nur das, was uns gefällt. Und das, was uns nicht gefällt, das ist halt und Punkti, Punkti. Ne? Nein. Weil dieses SCH, Punkti, Punkti, ist oft das, was mich am allermeisten gelehrt hat in meinem Leben. Ja? Der Mensch ist halt grotesk. Er muss immer, wir müssen uns immer wieder einmitten. Darum ist Yoga immer noch ein wesentlicher Teil auch in meinem Leben, weil ich brauche das, weißt du, am Abend einfach runterkommen, ausbalancieren, das hat mich beschäftigt, der hat mich beschäftigt, still werden, ruhig. Mitte. Das Stille werden ist in dieser Zeit, wo sozusagen die Anzahl der Telegram-Kanäle explodiert und man da so und schon wieder die neuesten Schweinereien und wie das so in den letzten 2 Jahren war, das Gebot der Stunde. Stille werden. Man muss sie aber auch nicht abonnieren, oder? Also ich habe genau, glaube ich, 4 Kanäle abonniert. Ja. Sobald jemand, also das ist jetzt eine Wertung, aber ich sage es jetzt, weil ich ist okay, ich verabscheue Kanäle, die, keine Ahnung, 5, 10, 20 Posts am Tag. Man sagt ja des Wahnsinns. Das kann man nicht mehr da blasen. Das ist, es geht nicht. Also die Menschen, und das ist ja das, was er gesagt hat mit Überfordern, das erlebe ich permanent und dann sagst du es. Und sie machen es trotzdem, das ist eine Abhängigkeit. Das ist dieses, da gehen wir noch eine Stufe tiefer, das ist nicht luziferisch, das ist asturisch. Das ist abhängig sein von elektronischen Geräten, das elektronische Gerät gar nicht mehr weglegen zu können, das elektronische Gerät sogar im Wald mit dabei zu haben, permanent mit dabei zu haben. Und okay, das habe ich jetzt alles mit Wertung gesagt. Aber man braucht diese Wertung, meine Lieben, auch damit man mal entscheiden kann, was ist überhaupt gut für mich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja, und da ist die Stille eigentlich immer etwas Gutes. Ich habe das lange, lange an mir selber quasi verurteilt und so als Faulheit verurteilt, dass ich einfach nur gerne irgendwo draußen sitze, den Vögeln zuschaue,
ja, eine Zigarette brauche, aber einfach nur da bin. So. Und das habe ich als Faulheit gesehen, aber mittlerweile, nein, das ist Muße. Muße, da zu sein, einfach nur da zu sein. Ja. Und nicht, ja, am Handy wieder noch und nochmal neu und hier und schnattern. Ne? Das heißt ja, chatten heißt ja dann schnattern oder so. Ja, und ich meine, da sind auch all diejenigen in der Verantwortung, die das posten. Naja, stimmt. Es ist auch was, wo man sich auch nicht so abschütteln kann wie ein nasser Hund und sagen, okay, also eigentlich. Nein. Mich trifft da keine von. Nein, also es liegt mir fern, jemanden dafür zu verurteilen, nur ich gebe da meine Wertung rein, um die Dringlichkeit einfach auch ein bisschen plakativer zu machen, weil das ist eine Dringlichkeit. Ich meine, raus aus diesem ganzen Informationswahnsinn. Das ist, also am Wochenende ist mein Handy immer weg. Ja, ich poste da nichts, also seltenst, ja, wenn es wirklich mal sein, wenn es eben so ein Impuls ist, über den ich auch eine Nacht geschlafen habe. Aber generell dieses Ablenken von sich selbst, es funktioniert ja nicht mehr, deswegen werden ja, ich sage mal, vor allem die psychischen Krankheiten sicher immer mehr werden, weil... In dieser Zeit kommt alles ans Licht, ja, was wir nicht fühlen wollten. Da draußen finden wir die Lösung nicht. Es helfen auch keine Revolten. Und dann, ich sehe dich, also da geht es um den kleinen Gürtel zu retten. Ja. Die kleine Yvonne. Ja, ist lustig. Es ist so wirklich massiv. Strömt das auf uns ein und es erfordert unsere Entscheidung und Disziplin, ja, die Zahl der Kanäle zu reduzieren, die Zeit zu reduzieren, an dem wir am Handy kleben. Ja, mein Handy sagt mir sogar, wie viele Stunden ich am Tag da dran bin, ne? Oder wöchentlich, durchschnittlich. Dann erschrecke ich regelmäßig. Also da habe ich auch noch Nachholbedürfnis. Also wir halten so eine kleine Zwischenbilanz. Gottes Plan für Mensch und ja. Dann ist vor allen Dingen, dass wir unseren eigenen Weg finden. Ja, das ist mir so die Einstimmung. Ja. Zum Gottesplan selbst hat er mir natürlich was durchgegeben. Also und die Überschrift ist mir eben eingegeben worden. Es ist ganz wichtig, weil bei dieser ganzen Aufklärerszene mag ja so manche den Eindruck haben, es gibt nur deren Plan. Oder? Es ist ja... Nein. Die Liebe ist die stärkste Kraft, das ist, sie können es nur immer auszögern. Und, ja. Aber gut. Dann, mir ist ja da nur hinspüren schon anstrengend, muss ich zugeben. Ja. Ich möchte auch so als Tipp, was ich selber mache. Also ab 18 Uhr ist mein Handy ausgeschaltet. Ich schaue mir keine Informationen mehr an. Ich schaue mir maximal irgendwelche schönen Filme an oder was, oder nette Serien, sowas, dass mein Hirn ein bisschen, ja, da halte ich mich mit meinem Mann über ganz normale Dinge, ja. Bin so in meinem Leben ein ganz normaler Mensch. Das ist übrigens auch sicher ein Grund, warum ich das hier machen kann, weil ich bin, wenn ich da rausgehe, bin ich einfach die Yvonne. Und da drüben habe ich die Nachbarin und dann gehe ich mit meinem Hund spazieren und dann kann ich mir selber auf die Finger klopfen, weil ich wieder wen bewertet habe, wieder nicht. Ja, okay, aber in der Zeit, wo ich jetzt mit dir da sitze und die 2 Stunden am Tag, wo ich halt da hinten auf meinem Meditationsplatz sitze, da bin ich connected und da kommen einfach reine Botschaften und Ansagen durch. Deswegen mache ich ja keine Live-Channelings, außer in Terminen mache ich es schon manchmal, wenn es sich ergibt. Gut, also Gottes Plan, die Überschrift und das, was mir Pan dazu gesagt hat. Der Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt, bringt dies schön auf den Punkt.
Die wesentliche Kernaussage, die sie in sich birgt, dass Gott als die größte Liebesmacht, die existiert, alle wesentlichen Fäden in der Hand hält und dass dieser göttliche Plan das mächtigste Werkzeug im gesamten Universum ist. Immer wenn auf einem Planeten und in einem Universum eine neue Ordnung geschaffen werden möchte, entsteht häufig das, was ihr als Chaos betrachtet. Und es ist sicherlich einfacher, durch ein sogenanntes Chaos hindurchzugehen, wenn das Vertrauen in denjenigen, der den Bauplan in der Hand hält, vorhanden ist. Darum ist dies der Schlüssel zum Vertrauen. Auch wir in der geistigen Welt, in der kosmisch-planetaren Hierarchie des Lichts und der Liebe Gottes, sind erfüllt vom göttlichen Plan, welcher durch alle Dimensionen hindurch wirkt und perfekt gesteuert ist. Das Himmelreich auf Erden kann kommen, wenn jeder Mensch sich seiner eigenen Verantwortung bewusst wird. Dies bedeutet, dass die Themen und Angelegenheiten, bei denen der Mensch seine Liebe zurückhält, diesem Menschen bewusst gemacht werden. Denn der Mensch ist Liebe, weil er aus der Liebe entstanden ist. Er ist sozusagen ein Kind der Liebe Gottes. Jeder Mensch darf sich eingestehen, dass er nur dann am göttlichen Plan aktiv mitarbeiten kann, wenn er seine eigene Bestimmung lebt, denn somit nimmt er den ihm angestammten Platz auf Erden ein. Erfüllung findet, wer erfüllt ist von Liebe. Und dann spielt es eben keine Rolle, an welcher Stelle ein Mensch seine Bestimmung findet. Nein. Ich habe an dieser Stelle einfach nochmal in Erinnerung, eine junge Frau kam ins Arbeitsamt mit einer Mindmap, die ich ihr vorher gegeben hatte, also beziehungsweise das Muster. Und dann stand da bei Traumberufen, Traumtätigkeiten unter anderem Mutter. Sie hat gesagt, sie hat bestimmt 2 Stunden gezögert, ja, um das da hinzuschreiben, weil das ist ja heute, das wird ja heute belächelt und so. Und ich habe sie ermutigt. Ich habe sie ermutigt, wenn sie das Gefühl hat, erfüllt, ja, wie du das so richtig schön eben gesagt oder Pan das so gesagt hat, erfüllt ist von diesem von diesem Wunsch, Mutter zu sein, ja, Kindern ein Zuhause zu geben, aus dem sie irgendwann in das Leben starten, dann ist das was Wundervolles. Und ja, also dieses Erfülltsein, das ist doch das Entscheidende. Ja, und das hat nichts mit Intelligenz, Intellekt oder sonst was zu tun oder gesellschaftlichem Stand und Ansehen, sondern ob ich von dem, was ich da tue, erfüllt bin. Und ob es sozusagen ein Ausdruck der Liebe ist. Weil wenn ich Menschen sehe, die, wie sie, das ist ein wunderbares Beispiel, ja, weil es so abstrus erscheint. Wir hatten einen Schlachter, also einen Metzger im Nachbarort. Und wenn der die Wurst oder das Fleisch in die Hand nahm, es war ein ganz kleiner Laden, also vielleicht 10 Quadratmeter, dann war da Liebe drin. Ja, da hat das so liebevoll gezeigt und genommen und ja, selbst da. Wertschätzung, ne? Selbst da, oder jetzt machen ja natürlich jetzt die Vegetarier oder Veganer Himmel, wie kann der so ein Beispiel, ist mir egal. Es geht um dieses Erfülltsein. Ja, es geht um dieses Erfülltsein, das, was ich tue, mit Liebe zu tun, mit Hingabe. Und dann spielt es tatsächlich keine Rolle, was es ist. Ja. Und da bei diesem Mann kommt zumindest bei mir, da hat er auch Wertschätzung dafür dann. Ne? Also der hat irgendwie eine Idee, was er da überhaupt, was das heißt, was er da getan hat. Also
Also, ich habe da natürlich eine Wertung dazu, aber es ist egal. Aber da fällt mir dazu ein Beispiel ein, was ich gestern gesehen habe, eben bei meiner Nachbarin, die halt ganz viele Hühner hat und halt jetzt so kleine, also richtige so Osterküken, die ich da überall draußen, das ist so süß, ja. Und gestern hat sich halt eines den Fuß gebrochen. Und sie ist halt mit diesem Hühnchen da gegangen, also mein... Und hat ihm halt den Kopf abgehackt. Ich meine, ja, es ist nicht schön zum Anschauen, aber auf der anderen Seite, es ist halt erlöst vom Leid. Ja. Was willst du bei so einem kleinen Wesen machen? Das ist, ja. Aber es ist gut, dass du dieses Beispiel gebracht hast, weil schau, dann kommt sofort ein bisschen Schwere rein, es kommt Ernsthaftigkeit rein. Es ist ein sehr ernstes Thema, ne? Und ich meine, es ist eine Realität, dass Tiere sterben, getötet werden, gequält werden. Es ist alles eine Realität. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, alles ist eh schon gut so, wie es ist. Auf einer höheren Ebene ist es sicher so. Aber es ist Ostern jetzt noch nicht so lang vorbei. Und das ist für mich immer allein vom Gedanken her immer der Wahnsinn, wenn ich da an die Lämpchen denke. Weil das die süßesten Geschöpfe sind, die es überhaupt gibt für mich. Und so ein Wesen zu töten, ich meine, das können wenige, glaube ich. Können mehr einfach ins... Es ist halt für den Urmenschen nicht vorgesehen und wir spüren das auch, weil wir dann ein schlechtes Gewissen bekommen oder gewisse Dinge gar nicht tun können. Wenn ein Spatz hier von unserem Haus aus dem Nest fällt und da draußen liegt, ja, ich habe auch schon mal einen großen Stein dann auf den Kopf haben, was willst du machen? Da ist man dann ernst und das ist dann auch diese Auseinandersetzung mit diesen, ich sage jetzt einmal, mit diesen ernsten Themen des Lebens, aber da muss man halt sehr achtsam sein, weißt du, und auf sich selber gut schauen, weil es kann dann auch sehr schnell zu viel werden. Und vor allem, wenn man dem dann nur in dieser luziferischen Matrix feststeckt, dass man halt sagt, Gott gibt es nicht und warum lässt er das alles zu und bla bla bla. Ja, es ist der Mensch selbst und es ist halt unter anderem auch der dieser luziferischen Matrix den Namen gibt, ja. Der sie halt... Pan hat ja noch was zum freien Willen gesagt, das ist ja auch nochmal... Ja. Das, bitte liest das auch nochmal vor. Was jeder einzelne Mensch... aus seinem Leben macht, ist seinem eigenen freien Willen unterworfen, den jeder einzelne Mensch von Gott selbst erhalten hat. Es unterliegt auch dem freien Willen, ob ein Mensch seine Tage und Momente in Angst verbringt oder ob er aus eigener Kraft schafft, diese Fessel der Angst abzuwerfen. Wie und in welcher Geschwindigkeit ein Mensch lernt und sich entwickelt, ist diesem Menschen selbst überlassen. Da hier auf Erden sich nun mal die Frequenzen ändern, ist es sehr bald nicht mehr möglich, mit einem, sagen wir mal, niederem Bewusstsein, sich auf dieser Erde zu halten, denn es ist dann, als würde dieser Mensch von der Erdoberfläche abgleiten. Da die menschlichen Körper diesen Prozess des Aufstiegs mitmachen, ist alles, was den Körper nährt, positiv für ihn. Alles, was ihn schwächt, und dazu gehört auch Angst, lässt ihn mit Symptomen reagieren. Im Grunde könnt ihr in diesen Zeiten auf eure Körper vertrauen, denn sie versuchen euch den Weg zu weisen. Auch gilt es, achtsam zu sein mit Bewertungen, denn häufig sind Bewertungen angefüllt mit emotionaler Ladung. Es ist wesentlich, dass jeder Mensch gemäß seinem freien Willen in jedem Moment seines Lebens seine Entscheidung trifft, ohne ein Urteil über andere zu fällen, und dass jeder Mensch dazu fähig und willens ist, die Folgen seiner Entscheidungen zu tragen. Nehmt also jeden Menschen, wie er ist, und akzeptiert seinen freien Willen. Trefft eure Entscheidungen eigenverantwortlich und steht dazu. Das ist das, was einen Erwachsenen ausmachen sollte. Also, sind halt wenige.
Also ne, diese volle Verantwortung für sich zu übernehmen, ja, und die Konsequenzen zu tragen. Ja, also da hatten wir ein gutes Übungsfeld die letzten 2 Jahre mit dem C-Thema, dass eine Entscheidung sofort Konsequenzen hatte. Ja. Die sichtbare oder auch unsichtbare, aber vor allen Dingen sichtbare Konsequenzen, dass man da und da ausgeschlossen war, wenn man das und das nicht getan hat, als Beispiel. Also das ist, und auch gerade in der Szene der Aufklärer, ja, da ist sehr viel Arroganz. Und ja. Ganz viel Arroganz. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Ausdrücke jetzt zitieren, die da benutzt werden, also aus dieser Schwurbler hast. Bei uns in Österreich sind es die Schwurbler. Na gut, ich habe jetzt die anderen gemeint, also das aus Seiten der alternativen Medien oder wie auch immer, ja, oder der Aufklärer auf andere herabgeschaut werden, die Sache nicht durchschauen und die noch schlafen und sonst was. Ich sag mal, wenn das ein Schauspiel ist, ja, dieses Gottesplan, dann gehören zu dem Schauspiel auch unterschiedliche Schauspieler, also unterschiedliche Rollen. Da gehören die Rollen des Opfers, des Täters, des Aufklärers, des Beobachters, des Liebenden, des Hassenden. Alle Rollen wollen irgendwie besetzt werden, um bestimmte Dinge klarzumachen. Ja, dass sie uns sichtbar werden. Also das Wort Apokalypse, immer wieder kann man das nochmal betonen, ist nicht einfach, dass alles in Schutt und Asche gelegt wird, sondern Apokalyptein heißt offenbaren. Also dass das, was... Ja, die Offenbarung Gottes, ne? Offenbarung, ja, des Johannes, steht das sogar, ja, in der Bibel, ja, mehr oder weniger beschrieben. Genau. Wobei ich bin diesem letzten Buch da im Neuen Testament nie wirklich etwas richtig anfangen konnte mit den Bildern. Die waren einfach so heftig. Aber es sind ja nur Bilder. Und wir erleben diese Heftigkeit jetzt. Ja, und es gibt sicherlich Kräfte, die sich an da orientieren und das Ganze versuchen zu orchestrieren, wie es in der Johannes-Offenbarung beschrieben ist, einschließlich, ne, des Tieres und die Zahl 666 und hast du nicht gesehen oder so. Aber das, genau, ja, da kann man sich auch übrigens mit diesem Thema kann man sich auch überidentifizieren, überbeschäftigen. Da wird man auch nicht mehr fertig. Also Nachrichten ausschalten, Aufklärerdings. Also schau, ja, ich meine, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, wird wahrscheinlich schwierig. So, ja, in letzter Konsequenz. Ich muss aber auch sagen, aufgeklärte Menschen sind oft nicht unbedingt spirituelle Menschen. Gar nicht, weil das eine muss nicht unbedingt mit dem anderen zu tun haben. Also es kann jemand durch und durch informiert sein, begegnet mir immer wieder, ja, dass jemand schon so viel weiß. Und die sind oft die Schlimmsten, die von sich selber glauben, sie haben schon so viel gemacht. Weil sobald du dann bei einer am Ego kommst oder irgendwo hin, wo es ihnen halt nicht passt, sind sie relativ rasch dahin. Und es geht halt auch darum, und das hat ja Pana, ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe es dir geschrieben, wollen wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dieses, was wir in unserem Gespräch vom 9. September vom Vorjahr, du hast ja Fragen gestellt und was so wichtig ist in dieser Zeit, und das ist nach wie vor der eigene Schatten. Leute, löst diesen Schatten auf. Also schaut dorthin, sagt halt immer, die anderen sind blöd und der Russ ist und der Wurscht. Ja. Das Zeigen mit dem, ja, das Finger ist auf andere, 1, 2, 3 Finger zeigen auf mich zurück. Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt auch wieder eine Bewertung. Aber wie gesagt, ich stehe dazu, dass ich Mensch bin. Und als Mensch, ich finde es auch immer viel sympathischer, wenn jemand einfach sagt, da, warte, das kann ich noch nicht so gut. Ja. Genau. Also ich das möchte ich noch mal eben was nachfragen. Ja. Oder ich tue es einfach. Du hast eben das von Pan vorgelesen, dass die Frequenzen sich erhöhen. Das kann ich so bestätigen, nach 30 Jahren mit spirituellen Themen. Dass immer mehr Menschen offen werden dafür, also wirklich exponentiell mehr. Was einer der letzten Sätze war, dass die Menschen, die nicht bereit sind,
da sozusagen, die abgleiten? Ja, dass die tatsächlich von dieser Erde abgleiten. Was ist damit gemeint? Also sprich, meinst du, dass die jetzt zahlreich doch an Herzproblemen eigenartig haben? Naja, im Zusammenhang mit C gibt es I. Ja, ja. Und I hat Auswirkungen. Ja. Und ich sage jetzt einmal, ein Mensch, der sich weiterhin seiner Seele bewusst ist, kann das sicher auf die eine oder andere Art und Weise schaffen. Aber es ist halt, da würde man wieder einen eigenen Themenkreis aufmachen, aber ich sage einmal, Mind-Control wird ein bisschen einfacher, wenn dir was gespritzt worden ist. Ja. Na klar. Und dann siehst du es ist ja auch die Wettermanipulationen, natürlich. Also weißt du, man kann sie jetzt permanent aufreiben und ärgern, im was nicht alles ja. SCH Punkti Punkti ist. Ja. Fakt ist, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ihr ernährt damit die falsche Seite. Die Seite, die ihr nicht nähern wollt, die euch richtig am Wecker geht. Ja, seit 2 Wochen Chemtrail ohne Ende, Wind ohne Ende, Kälte. Sie sind irgendwie, fällt einem halt nichts Gescheites mehr ein. Eine liebe Freundin sagt dann einfach, Gott segne dich. Und das auch so meinen, das war eine Übung, die man machen könnte jeden Tag. Ja. Ich meine es auch nicht, weil manchmal geht es mir einfach richtig am Wecker. Ja. Weil meine ganze Familie ist an Ostern tyrannisiert worden von einem schwarzen Hubschrauber, der 1,5 Stunden lang über unserem Haus flog. Danach wurden wir alle 5 so müde. Ich habe natürlich sofort gewusst, was da los ist, was da gespielt wird. Ja. Und haben es dann Gott sei Dank alle anderen auch erkannt. Ich habe halt das Geschenk einer Familie, wo in die Richtung offen ist. Aber ich brauche das wahrscheinlich auch, damit ich halt gestärkt hier vor einer Kamera sitzen kann. Und dann sitze ich halt wieder mal auch nicht alleine. Also da habe dann auch meine Ahnen, die sehr lichtvolle Charaktere haben, mit mir da. Und auch das gilt es für sich selber noch aufzulösen. Da sind wir nämlich dann auch wieder bei diesen Schattenthemen. Wenn Menschen nur so voller Groll und ja, manchmal sogar Hass auf die eigenen Eltern sind, das kann nur Gift für den Körper sein, das geht nicht. Und dann von sich selber noch behaupten, sie wären schon so weit und so spirituell und dann sage ich einfach, na, das ist SCH Punkti Punkti, das stimmt nicht. Weil dann würdest du Liebe empfinden können. Ja. Ja, also es gibt da, also diese Ansätze auch bis hin zum Handymasten 5G oder so. Ja, bist du nicht fertig, oder? Du bist ja nicht mehr fertig. Ich, ja, in Liebe auf es schick, auf ja? Blicken oder auf die Flugzeuge, die da sprühen, die Piloten in Liebe. Es ist seit 9 Uhr vormittags ein Hubschrauber rundum. Doch. Ja. Nur so als Info. Ja, ja. Aber er kommt halt nicht höher her, weil ich habe da eine Lichtschranke aufgebaut und normalerweise fliegt er auch immer übers Haus, aber heute ist ihm das nicht möglich. Es geht ihm richtig am Weg. Aber Yvonne, Gott segne dich. Gott segne dich. Magst du zum Abschluss diese Worte nochmal wiederholen? Oder gibt es noch etwas, was... Diese Anfangsworte? Ja, also gibt es von deiner Seite oder von Pans Seite noch etwas, was du gerne mit unseren Zuschauern teilen willst? Ja, mein Schlusswort wäre, sich wieder mehr auf die einfachen Dinge zu besinnen, die Freude machen. Sich überhaupt wieder auf das zu besinnen, was Freude macht. Ja. Und wenn man überhaupt noch nicht weiß, was Freude ist, dann wird es dringend Zeit. Aber Freude kann man halt auch dann erst erleben, wenn man durch die Wut durchgegangen ist und wenn man auch durch die Trauer durchgegangen ist, weil die folgt meist nach der Wut. Ja. Und dann kommt die Freude. Aber sich jetzt hinzusetzen und sagen, ich freue mich so und eigentlich das noch nicht zu können, weil Wut ist eine Qualität,
manchmal ja, braucht es auch diesen heiligen Zorn. Das ist dann, ich bin, also ich lehre Menschen transformieren in echt. Ich kann natürlich auch mit höheren Energien arbeiten und tue ich auch und setze ich auch ein und durchlichte auch den Äther und den Energie und den Astral. Das kann ich alles, aber ich sage jetzt einmal, also der Mensch muss ja grobstofflich und emotional auch durchlichtet werden. Und wenn er zum Beispiel immer die Wut scheut wie der Teufel das Weihwasser, das Sprichwörtliche, dann ist es halt auch was von, okay, ich will dir auch was aufzeigen. Ne? Diese ganzen ja, ich sag's jetzt nicht, weil es war zu viel Bewertung. Das muss man überall durchgegangen sein. Und dann halt mal wirklich richtig traurig werden, ja, okay. Und dann dich hinzusetzen und sagen, wow. Ja, und eine Sache, die mir einfällt, so also ein Bild, vielleicht nur so als Schlussbild mitgeben möchte, bevor ich diese Segensworte von Gott nochmal spreche. Das war 5 Jahren oder so gewesen und das war so, sag mal, wo ich mich wieder erinnert habe, dass ich ja eine Verbindung mit Gott habe. Und dann habe ich da hier in meinem Raum für mich Yoga gemacht mit dem Wal. Und ich bin so traurig geworden über mich selber, weil ich so viel Zeit vergeudet habe, mich über Menschen zu ärgern, über sie zu lästern, über sie zu urteilen. Ich bin so traurig geworden, weil ich habe gewusst, in dieser Zeit hätte ich so viel bessere Sachen tun können für die Tiere, für die Erde, für mich, für die Menschen, für die Liebe, weil das, was mich tief im Innern immer wieder ganz tief berührt, ist wirklich das, dass ich sage, oder wenn jemand sagt, wir alle gehen dorthin, alle Menschen. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich meine Liebe zu den Menschen wieder entdeckt habe. Die zu den Tieren war vorher und die war stärker, weil die Tiere einfach so was Reines haben für mich. Die haben nicht dieses Verurteilende und Komische und sind nicht bewusst böse, weißt du? Ein Mensch kann das schon einfach bewusst sein. Der kann da einfach die sogenannte Hacke ins Kreuz hauen und ja. Und das ist der Grund, warum ich das heute mit dir gemacht habe. Aus Liebe zu den Menschen. Weil es heißt ja heute auch Gottes Plan für Mensch und Erde. Ja. Und ich hoffe, dass ihr sie spürt. Ja. Und dass durch diese Liebe gleich einmal was passiert, von es geht mal was weg von euch und ihr erinnert euch, wer ihr seid und wer immer sein wird und jeder Mensch möchte nach Hause. Das ist, ja, manchmal muss man dazu über eine steinige Mauer klettern oder über ein glitschiges Feld oder über Dornen gehen. Es ist eben nicht... Oder einfach eine Entscheidung treffen, ich gebe jeden Widerstand gegen die Liebe Gottes auf. Ja, und ich gehe meinen Weg. Unabhängig davon, was das jetzt für mein Ego bedeutet. Ich gebe die Widerstände der Angst auf. Ich spüre einfach diesen Sog. Und dieser Sog hat mich immer getragen, hat mich immer gehalten, immer. Und ich weiß, dass es Gott gibt. Und so sage ich das halt auch, wie ich es damals zu meinem Vater gesagt habe. Es gibt Gott. Ja. Und diese segensreichen Worte zum Abschluss. Ich bin gesegnet von Gott, durch Gott, in Gott. Danke. Ich danke dir, Yvonne, und auch Pan für eure Botschaft. Und euch, ihr Lieben, prüft die Geister, lasst eure Herzen davon bewegen und ja, lasst uns den Widerstand gegen die Liebe Gottes aufgeben. Und dann kann sein Plan sich erfüllen. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.